Der FFH-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören. Letztes Jahr bekam der Tesa-Film einen Oscar. Ja, also es hat jeder mal verdient, so einen Oscar zu gewinnen. Auch der Tesa-Film? Auch der Tesa-Film. Um was könnte es gehen im Tesa-Film? Ich glaube, Vampir. Was guckt ihr euch lieber an, so ein Geschichtsdrama oder den Tesa-Film? Tesa-Film. Einen weiteren Oscar bekam der Schmierfilm. Wie heißt der nochmal? Schmierfilm. Schmierfilm. Wahrscheinlich hat er es verdient. Würdet ihr euch den mal gern angucken? Ja. Und warum? Weil uns sowas interessieren würde mal. Der Ölfilm wurde mit dem Oscar ausgezeichnet. Das war, ich weiß nicht, um was denn im Ölfilm geht oder was für ein Film das sein soll. Was glaubst du, um was könnte es da gehen? Um eine Ölindustrie oder so. Und Oscar verdient? Denke ich nicht, nein. Weil es nicht so ein guter Stoff ist oder irgendwie? Ja, weil es halt kein gut Filmmaterial, denke ich, ist. Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist der Titanic, obwohl die Story ziemlich an den Haaren herbeigezogen ist. Ja. So ein Schiff, was da untergeht, wegen einem Eisberg. Ja, das ist sowieso alles erfunden. Ich meine, es gibt selten mal einen Film, heute überhaupt nicht mehr, da wo die Tatsache entspricht, also wenigstens so ungefähr. Ne? Ja, so ein Eisberg, der da einfach auftaucht. Ist ja nur ein Film. Ja. Auf was für Filme stehst du dann so? Ich stehe eher auf so Filme, die eine wahre Geschichte haben. Welchem Schauspieler würde dir einen Oscar geben? Wie heißt der? Ronaldo DiCaprio oder wie der heißt? Der FFH-Dummfrager. Jeden Dienstag in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.